angeschrieben. Gitsch, 1 Stunde 20. Da oben seht ihr ihn schon. Das ist jetzt unser weiter Weg bis zum Gipfel des Gitsch da oben. So, von da unten komme ich her und so geht es jetzt hier hinauf, immer neben der Sesselbahn entlang bis zum Gipfel. So, von da oben komme ich her, hier über den Grat entlang und hier geht es jetzt weiter. So, von da komme ich jetzt her. Und hier ist jetzt angeschrieben Altfasstal und dort geht es jetzt erstmal hin in Richtung Altfasstal und dann laufe ich noch zur Moserhütte und von dort aus zur Mittelstation der Gitschbergbahn. Komme ich jetzt runter. Jetzt geht es weiter in Richtung Kleinen Gitsch, angeschrieben mit 20 Minuten.
von da komme ich jetzt her. Das ist hier nochmal geschrieben, klein Glitch. 10 Minuten. Rückblick auf den Gitsch. Da ist die Bergstütze und der Gitschwerkbahn, wo wir ausgestiegen sind. Und hier geht's weiter. So, also von da oben komme ich her. Hier ist die Moorseite, da habe ich gerade kurz Pause gemacht. Jetzt geht es hier weiter in Richtung Mittelstation der Gitschbergbahn. Davon könnt ihr schon die Mittelstation erkennen. Da müssen wir hin. Bin ich hier an der Bacher Hütte. Jetzt gehe ich noch hier die restlichen Meter zur Mittelstation der Gitschbergbahn. Da oben könnt ihr nochmal den Gitsch erkennen, wo ich heute war. Jetzt sind wir schon gleich an der Mittelstation.